Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. Es sollten jetzt alle Horizon Mains absolut tapfer sein, auch Wraith ist betroffen. In Season 8 sollen beide nochmal einen Nerf bekommen. Horizon stärker als Wraith, auch wenn Wraith mit einem Buff angekündigt wurde vor einigen Wochen. Der Buff soll trotzdem kommen. Wie der genau aussieht, wissen wir immer noch nicht, aber es gibt auch unter anderem einen Nerf. Horizon kriegt wahrscheinlich die größere Portion Nerf ab, was ich absolut... Ja, als ich spiele sie gerne, ich kann es verstehen, ich finde es trotzdem irgendwo ziemlich nervig. Deswegen bin ich jetzt schon mal auf eure Kommentare als Horizon Main gespannt, ob ihr es dennoch nachvollziehen könnt, obwohl es euch wahrscheinlich genauso auf den Sack geht wie mir. Bevor ich jetzt die Informationen raushaue, möchte ich einmal kurz für den morgigen Livestream ab, ich sag mal 16, 17 Uhr auf Twitch, möchte ich aufmerksam machen, Werbung für machen, denn die beiden absoluten Capital City Hausmeister, Legenden auf Lebenszeit, die Prise Salz und Old MacMorris sind morgen bei mir im Stream mit dabei. Wir zocken zusammen einige Ründchen. Ob die Prise Salz parallel mit mir streamt, ist noch nicht ganz klar, aber ich glaube, er will sich morgen mal ein bisschen entspannter zurücklehnen und meinen Stream sein lassen. Vielleicht streamen wir in Zukunft ein bisschen öfter. Wir werden mal sehen, wie das morgen läuft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die beiden kennt. Schaltet ein, es wird auf jeden Fall mega, mega lustig und ich werde mich dann ganz entspannt in den Rucksack von der Prise oder von Morris setzen und mich durch die Weltgeschichte carryen lassen. Glaubt mir, das wird ultra unterhaltsam. Wer die beiden nicht kennt, da habt was verpasst. Das ist definitiv Fakt. Und jetzt kommen wir zu den Informationen erstmal. Ich fange mit Wraith an, das geht am schnellsten. Die Hitbox soll in Season 8 um 15% vergrößert werden. Und im Urton vor einigen Wochen versuche ich es auf Englisch nochmal wiederzugeben, was den Buff betrifft. We wanna make Wraith in the moment more fun again. Das klingt übersetzt einfach, wir wollen sie für den Moment mehr spaßiger zu spielen machen. Irgendwie, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich gehe aber davon aus, dass an der taktischen ein bisschen gebastelt wird, dass sie wieder schneller unsichtbar wird und hoffe, dass die Unsichtbarkeitszeit bei den 4 Sekunden bleibt und nicht wieder verringert wird. Vielleicht sogar erhöht, das wäre auch... Ja, wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Aber das ganz Bittere kommt jetzt, der Horizon Nerf. Und hier erinnere ich noch einmal, Season 8, Season 7 war da. Wir haben alle wahrscheinlich oft genug Horizon gespielt und haben festgestellt, boah, die ist ganz schön heftig. Und dann hat sich Respawn selbst hinter diese Legende gestellt und die wird jetzt nicht genervt. In naher Zukunft ist das nicht geplant. Ja, scheiße war es und kein Kompott. Der erste Nerf war jetzt, von 16 auf 21 Sekunden wurde ihr Gravity Lift von der Cooldown-Zeit angehoben und wir werden erleben, dass in Season 8 ein härterer Nerf definitiv einschlagen wird. Ich bin wirklich auf eure Meinung gespannt, wie ihr das findet. Ich kann es, wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen, ich kann es verstehen, auch wenn es mich abfuckt, weil ich Horizon wirklich sehr, sehr gern spiele. Die Begründung ist, dass sie Nummer 1 Legende bei der Winrate ist. Sie ist quasi fast in jedem Squad dabei, wenn ein Squad gewinnt. Ich kann das zwar ein bisschen verstehen, aber Mensch, die haben schon so viele Legenden kaputt gemacht und so, ich sag mal in Anführungszeichen, unspielbar wie mein geliebten Pathfinder. Den kann man zwar immer noch spielen, wenn man ein bisschen taktisch klug den Grappling Hook einsetzt, aber es macht doch Horizon gerade aus, wie schnell kannst du den Gravity Lift irgendwo hinschmeißen und kannst dich schnell mal irgendwo verpissen und so weiter. Und jetzt nenne ich euch mal einen Fakt, den ich überhaupt nicht wusste bei Horizon. Wenn ihr euch zum Beispiel gerade in einer hektischen Situation befindet und haut euch eine Batterie rein, dann kann man sich ja, wenn man vielleicht Open Field ist und hat keine andere Möglichkeit, dann kann man ja im Stand hin und her strafen, während man sich diese Batterie reinhaut und ist relativ langsam beim Links und Rechts hin und her bewegen. Wusstet ihr, wenn sie den Gravity Lift aktiv hat und ihr seid da ganz oben, dass sie sich da deutlich schneller bewegt? Ihr seid quasi schwerer zu treffen. Ich wusste das nicht. Das hat Respawn selber geschrieben, habe ich vorhin entdeckt. Und genau dieses Movement Speed soll wahrscheinlich angepasst werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die taktische Fähigkeit nochmal eine Anpassung in Sachen Cooldown-Zeit bekommt. Und das, was ich am unwahrscheinlichsten finde, was aber nicht ausgeschlossen ist, haben sie auch gesagt, dass vielleicht die Hitbox vergrößert wird. Die Hitbox, das wäre wirklich das allerletzte, was angepasst werden muss. Von allen weiblichen Legenden ist sie die größte. Sie ist wirklich nicht so schwer zu treffen. Also wenn sie das jetzt auch noch erhöhen, würde ich das echt too much finden. Ansonsten gibt es über Horizon nicht viel mehr zu sagen. In Season 8 ist eventuell noch ein Revenant-Buff in Sachen
Hitbox am Start, die soll wahrscheinlich verkleinert werden. Was das Problem bei Revenant ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Revenant relativ selten nur noch gespielt wird. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Wraithnerf habe ich euch erzählt. Watson's Rework möchte ich nochmal ansprechen. Da habe ich so einige Kommentare auch im Livestream bekommen. Als es hieß, weißt du schon, wie das Rework aussieht? Die soll ja dann in Season 8 innerhalb von 5 Sekunden zwei Schildzellen regenerieren, also wenn sie runtergeschossen ist. Das ist natürlich völliger Käse. Es gab ein Video von Walter Gutham und der hat einfach nur eine Rework-Idee, ein Konzept von einem Fan gepostet, wie er sich vorstellt, wie das aussehen könnte. Und daraufhin hat sich ein Mitarbeiter von Respawn zu Wort gemeldet und hat gesagt, ein, zwei Ideen davon sind gar nicht so schlecht. Über den Rest haben sie groß keine Worte verloren und zwar ging es da um die Zäune. Ich glaube, ich habe es mir nicht genau durchgelesen, nimmt man das nicht für übel, aber ich glaube, es ging da darum, die Zäune, glaube ich, zu deaktivieren und einfach anders zu positionieren, sodass die Cooldown-Zeit wegfällt. Irgendwie sowas. Und eine Idee, die ich aber auch ganz cool fand, die könnte vielleicht implementiert werden in dem Rework, ist, dass der Mast, wenn ihr feststellt, Mensch, der steht jetzt noch und der hat jetzt locker noch 30, 40 Sekunden, ihr wollt vielleicht in eine andere Stellung rotieren, dass ihr den vielleicht abbauen könnt, der ist dann deaktiviert und je nachdem, wie lange der noch stehen würde, wird das an deine Cooldown-Zeit, deiner ultimativen Fähigkeit einfach angerechnet. Und es dauert nicht so lange, bis der wieder bereit wäre. Das wären jetzt so die zwei Varianten, die ich mir vorstellen könnte. Aber Schildzellen oder Schilde innerhalb von 5 Sekunden, wenn man in der Zeit nicht angehittet wird, so war es geschrieben, zu regenerieren, das wäre so OP. Da ist Octane mit seinen 2 HP pro Sekunde oder 1 HP pro Sekunde ein Scheißdreck, das wäre ein Witz. Also das wird definitiv nicht passieren, das möchte ich einmal nochmal anmerken. Und ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, am 16.01. wird das Schiff, von dem ich gesprochen habe, dieser In-Game-Teaser, wird am 16. passieren. Und es wurde in den Game-Files jetzt auch schon der Ping dazu entdeckt. Das heißt, wenn wir das Schiff sehen, können wir das auch anpingen. Und ich gehe mittlerweile jetzt davon aus, dass es auf Olympus sein wird, weil ich habe ursprünglich in einem der letzten Videos gesagt, dass das auf World's Edge garantiert sein wird. Da war mir aber noch nicht bewusst, dass wir in dem Fight Night Event nach der ersten Woche, da ja da nur Olympus aktiv war, war mir nicht bewusst, wenn die Woche rum ist, dass es wieder die normale Olympus World's Edge Rotation geben wird, die nämlich jetzt wieder aktiv ist in dem Event. Deswegen gehe ich jetzt eher davon aus, dass der Ingame-Teaser auf Olympus stattfinden wird. Wir lassen uns darauf jeden Fall mal überraschen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich Samstag tagesaktuell da noch ein Video drüber machen kann, weil ich das ganze Wochenende nicht streamen werde. Deswegen nochmal betont, der Stream morgen mit Old McMorris und die Prise Salz wird wahrscheinlich ultra, ultra witzig. Dann bin ich auf jeden Fall noch ein bisschen länger am Start. Es geht zwischen 16 und 17 Uhr los bis Open End. Lasst euch da einfach mal überraschen. Das soll es mit den Informationen schon wieder gewesen sein. Lasst mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin auf eure Kommentare, wie gesagt, gespannt, wie immer. Noch ein Abo da lassen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wir sind jetzt mittlerweile bei ca. 40% Nutzer ohne Abo, die regelmäßig einschalten. Also Feuer frei, macht, dass wir unter die 35% Marke rutschen. Das wäre auf jeden Fall mega, mega geil. Und wir stehen übrigens kurz vor der 11.000 Abonnenten. Finde ich mega geil. Danke für den Support in den letzten Tagen, in der letzten Zeit. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Ciao.